Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Strike Force Kitty Last Stand. In der letzten Folge haben wir unser Team richtig toll aufgewertet und haben weniger Fische reingenommen, dafür aber mehr Schaden durch Sasuke. Und wir müssen jetzt eigentlich noch einen Naruto reinpacken, damit wir halt so ein bisschen Naruto-Feeling haben. Und ich guck mal eben, wir haben diesen Naruto, der sich selber heilen kann zumindest. Ist nur die Frage, für wen wir ihn austauschen. Ich glaube, ich packe einfach mal Zorro raus. Ja, komm, packen wir Zorro raus und sind dann glücklich. Und wir packen auch noch den da oben mal kurz raus. Wir brauchen nämlich keine Fische mehr. Ich glaube, die Fische sind nicht mehr so wichtig, wie sie mir am Anfang wichtig waren. Und wir nehmen einfach mal rein ihn hier. Ihn hier, ja. Ich glaube, so einfrieren ist auch ganz cool. Nehmen wir noch ein bisschen Schaden mit und versuchen jetzt mal noch ein bisschen weiterzukommen. Jetzt sollten wir nämlich, ja, also wir sollten recht viel Schaden machen. Kriegen jetzt zwar ein bisschen weniger Fische, aber umso weiter wir kommen, also mehr, ja, umso weiter wir kommen, umso mehr Fische kriegen wir ja auch. Da ist es also eigentlich egal, ob wir jetzt diesen Fischeffekt haben oder nicht, glaube ich. Von daher, glaube ich, ist das ganz gut, wenn wir jetzt einfach nur mehr Schaden machen und die alle halt one-hitten, so quasi. Dann verlieren wir nämlich weniger Leben, haben sowieso die ganze Zeit diesen Heilungseffekt, da wir ganz viele Heiler drin haben. Und ja, sollte eigentlich ganz gut sein. Sasuke produziert ganz viele von diesen komischen Meteoriten. Ist auch ganz cool. Und wir haben jetzt vielleicht einen Naruto-Bonus, weil wir Naruto und Sasuke drin haben. Das wäre doch schön, oder? Und natürlich kämpfen die miteinander. Aber nicht nebeneinander, sondern nur miteinander. Okay, der hat nur einmal angegriffen. Sehr schön. Wenn er zweimal angreift, dann macht er nämlich zu viel Schaden irgendwie. Finde ich. Aber wenn er nur einmal angreift, ist gut. Dann ist alles Töfte. So. Angriff ist die beste Verteidigung, habe ich mal gehört. Und wir haben jemanden eingefroren. Haha. Na, kriegen wir den Shinigami? Nein. Aber wir haben gerade irgendeinen coolen Typen bekommen, der irgendwie so eine rote Frisur hatte. Was kann er hier eigentlich? Gar nichts. Okay. Rote Frisur, hallo, wo bist du? Du, nee. Hä? Fernkämpfer? Ah, ich habe keine Ahnung. Oh, wir haben sogar Shillock schon. Hä, der Typ mit der roten Frisur ist weg. Hä? Ach, egal. Dann war auch nicht wichtig. Warum friert eigentlich Sam Fisher die Leute ein? Ich verstehe das alles nicht. Wieder nur ein Peter Pan. Okay, einfrieren ist aber auch ganz geil. Dann greifen die zumindest nicht mehr an. Und das kommt sogar recht häufig. Okidoki. Ein neuer Heal-Effekt wäre geil. Wir kriegen sogar die ganze Zeit Heal-Effekte. Ich glaube, wir haben sogar viel zu viele Heal-Effekte drin. Klar, dann haben wir die ganze Zeit so einen Perma-Heal-Effekt. Na, guck mal, den stärksten erstmal eingefroren. Aber guck mal, das setzt sich eigentlich viel zu oft zurück, dieser Heal-Effekt. Ja, ich glaube, wir haben zu viel Heilung drin. Okay. Das setzt sich zu oft zurück, das bringt dann nichts für uns. Das heißt, wir packen da einfach mal irgendetwas anderes rein. Vielleicht ihn hier? 9%, ist das okay? Sasuke hat 11%. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Hier, das wird einen halt mit einem Hit kaputt machen. Bringt aber auch nicht so viel. Wir nehmen den hier mal rein, der sieht nämlich cool aus. Statt den 17% Typen hier. So. Der hat ein Großschwert, der muss viel Schaden machen. Wenn der keinen Schaden macht, dann weiß ich auch nicht. So. Die Gegner halten natürlich auch inzwischen richtig viel aus irgendwie. So. Jetzt müssen wir mal beobachten, wie oft wir dieses Heilungsding bekommen. Okay, es ist immer noch instant und guck mal, es geht halt die ganze Zeit zurück. Das ist richtig merkwürdig. Ich glaube, wir haben eine zu hohe Chance halt, dass wir irgendwie diese Heilung kommen. Wir tauschen nochmal einen aus. Es hat nur die Frage, gegen was? Doppelter Angriff. Einfrieren haben wir halt auch schon irgendwie.
Hier so ein Verstärkungseffekt durch Kratos? Ja, komm. Statt den Jedi. Was soll's denn? Nehmen wir Kratos rein. Und Kratos ist sofort gestorben. Geil. Oh Mann. Okay, aber ich glaube, das ist ganz gut so. Wenn wir nicht so viel Heilung haben, trotzdem noch genug Heilung, dass es halt die ganze Zeit aktiv ist. Er setzt sich immer noch die ganze Zeit zurück. Wir haben doch viel zu viel Heilung drin. Dieser Freeze-Effekt ist aber eigentlich auch ganz geil. Der hat dann noch Heilung. Wir haben halt noch zwei Heilungstypen. Vielleicht da oben diesen Heilungstypen mal kurz wegnehmen. Für ihn hier. Diese Meteoriten sind ja eigentlich recht stark. Ejo, machen wir das so. Die kosten mir zu viel. Kostet mir alles zu viel. Machen wir das und das. Oh, der V wie Vendetta-Typi. Wie ist der? Gorch Fork oder sowas? Naruto hat sich selber geheilt. Geiler Typ. Naruto heilt sich die ganze Zeit selber. Oh, Naruto, du bist geil. Nein, Naruto, du musst dich selber heilen. Da soll ich einfach sterben. Okay, okay. Neuer Boss. Erstmal Verteidigung erhöhen. Wer bist du denn? Okay. Yo, der macht halt 600 Schaden. Okay, yo. Ist okay, Sasuke, du schaffst das. Naruto und Sasuke, vereint. Oh Gott. Oh Gott, greif ihn noch ein bisschen an. Der bringt 5000 Fische. Oh Gott, gib mir die ganzen Fische. Aber so Leute werden die ganze Zeit wiedergeboren. Immer noch so gerade rechtzeitig. Das ist geil. Na. Komm schon. Nein, belebt den schnell wieder. Ja. Der greift zu langsam an, der Typ. Meine Leute werden rechtzeitig immer wiedergeboren. Nice. Richtig nice. Das war richtig nice. Okay, da ihr mir so gut geholfen habt gerade, mache ich euch nochmal ein bisschen schneller. Aber das schaffen wir garantiert nicht. Garantiert nicht. Nee, nee, alleine gegen so viele. Dagobert Duck war einfach zu stark für uns. So. Okay, aber dass wir den Boss einfach beim ersten Versuch geschafft haben, ist richtig nice. Der hat einfach zu langsam angegriffen. Dafür, dass meine Leute immer wiedergeboren worden sind. Das fand ich echt gerade geil. Oh Mann. Kommt da einfach so ein heftiger Roboter an und kann einfach nichts. So, Naruto zerfleischt einfach die ganze Zeit die Gegner. Finde ich auch recht nice. Okay, meine Leute sind gerade alle ein bisschen stärker dank Kratos. Ist auch nett. Los, Kratos, verstärk meine Leute. Du weißt, was du zu tun hast. Reiß das Herz aus deinen Gegnern raus. Okay, so ein Heilungseffekt wäre jetzt schon ganz schön. Aber so ein Angriffseffekt ist natürlich auch nett. Danke für die Heilung. Kratos macht ganz schön oft diesen Angriffskack. Ist nice. Ist nice. Ich mag's. Ich mag's sehr gerne. Heilung haben wir auch. Okay, alles perfekt. Boss? Nee, kommt gleich erst. Den Assassin, den brauchen wir eigentlich noch. Wow, wir haben Peter Pan bekommen. Toll. Was macht der Peter Pan Schönes? Ist Peter Pan ein Fernkämpfer oder ein Nahkämpfer? Den bin ich mir gar nicht mal so sicher. Oh, 40% einfrieren. Oh, ist nett, aber mal gucken. Ne, okay. Lassen wir mal so. Wieso kommt bei Platoon 40 noch so schlechte Gegner? Lächerlich. Einfach nur lächerlich. Heilung, Heilung, Heilung. Ich so geil. Ich mag Heilung sehr. Ah.
Okay, was machen wir jetzt nochmal? Wir machen Verteidigung. 600 mehr aushalten ist schon gut. Okay, da ist noch ein Kratos. Ist das eigentlich ein anderer Kratos als den Kratos, den wir haben? Nee, oder? Das ist genau derselbe. So. Einen Augenblick. Einmal, dass sie schneller angreifen. Okay, hat leider gar nichts gebracht. Cool. Fische umsonst ausgegeben. Das mache ich gerne. Und Boss. Oder? Ja. Robo-Kunzilla. Wir haben Gosh Fock bekommen. Nice. Au, au, au. Der ist halt echt gegen viele Gegner richtig gut. Aber gegen einzelne kann er nichts. Aber da jetzt noch so viele lebten, jetzt sterben die alle gleichzeitig, ich glaub's ja nicht. Oh Gott. Oh Gott. Kriegen wir das trotzdem noch hin? Möglich, wenn der das überlebt? Ja. Okay, aber gegen viele Gegner ist er dann doch recht stark. Jetzt verlieren wir schon wieder hier. Ist ja denn, unser Typ wird schnell genug wiederbelebt? Nee, wird aber nicht. Nee. Das wird nix. Fuck. Weil wir den Robo-Kunzilla da zu langsam getötet haben. Da bringt dann halt auch diese Heilung nichts. Wir packen da oben nochmal was anderes rein. Wir packen da einfach mal was anderes rein. Jetzt ist nur die Frage, was wir da reinpacken wollen. Wir packen da rein. Nee. Irgendwas, was wir noch nicht hatten. Was bringt denn eigentlich dieser Stein? Chance to turn an enemy into stone. Ist jetzt auch nicht so geil. Ich möchte Schaden haben. Nehmen wir ihn. Und das hier. Dann haben wir einen Heiler. Oben sind das dann alles Angreifer. Ein Heiler. Die beiden heilen sich selber. Der greift auch noch an. Dann haben wir noch hier einen Verteidigungstypen und einer, der alles stärker macht. Schauen wir mal, ob wir so vielleicht besser vorankommen. Die ersten Bosse sind jetzt schon voll die Fliegen. Oh nein, er konnte einmal angreifen. Oh Gott. Und hat ganz schön viel Schaden gemacht. So, der konnte nicht mal seine Steine machen. Ist gut. Die sollten auch alle relativ One-Hit sein. Jupp. Okay, noch haben wir volle Leben. Okay, wir haben dann Buzz Lightyear bekommen. Kunbaser, ich hoffe, der kann nicht mal einer richtig voll eingreifen. Doch, konnte er, schade. Das zieht halt recht viele Leben ab, wenn er einmal richtig angreifen kann. Aber ist doch okay. Solange wir gleich mal eine Heilung bekommen. Jo, perfekt. Dann sollte das alles wieder ein bisschen gut sein. Die Heilung ist halt eigentlich wirklich nur für den Kratos und den Sasuke da. Die anderen heilen sich ja relativ eigenständig. So. Ich hätte das hier gern nochmal. Ich habe jetzt halt echt Angst vor den Kunzilla-Typen da. Vor den Robo-Kunzilla. Weil halt noch unsere ganzen Leute leben. Aber ich habe ja jetzt ein bisschen mehr Schaden reingepackt. Von daher sollte das eigentlich recht gut werden. Hoffentlich. Wenn wir ihn halt schnell töten, dann kann er unseren Leuten auch nicht so viel anhaben. In seinem kleinen Kätzchen. Oh, jetzt kommt's auf alles an. Moment. Kann leider nicht viel machen. Das zieht dazu so viel ab, diese Dinger. Und auch allen. Das ist kacke. Die sterben dann alle gleichzeitig. Das ist nicht gut. Nicht gut. Tötet die ein bisschen schneller. Aber da gibt es zumindest gut an. Oh, kacke.
Tötet ihn bitte schnell, tötet ihn bitte schnell, tötet ihn bitte schnell. Ah, fuck, jetzt haben wir wieder nur 3 Leute. Da leben einfach zu viele Leute bei ihm, wenn ich bei ihm bin. Dieser verdammte Kunzilla ist doch ein Problem. Obwohl, wenn wir siegen, ist er doch ein Problem. Bisschen mehr Angriff. Wir gehen jetzt alles auf Attacke. Alles auf Attacke. So, der ist instant tot, ohne dass er angreifen kann. Das ist perfekt. Der kann wahrscheinlich immer noch einmal angreifen. Ja, schade. Die bringen halt auch alle noch keine Fische hier. Das ist alles nur zum Training hier. Aua, voll in die Fresse, die beiden Naruto-Charaktere, genau. Da mag wohl jemand Naruto nicht. So. Okay, gut, alles gut. Vielleicht haben wir jetzt aber auch echt zu wenig Heilung wieder drin. Aber eigentlich sollte das passen. Okay, der Assassine, der könnte sogar noch recht gut sein. Schauen wir mal. Warte, da war er doch eben. Nee, leider nicht. Was haben wir sonst so? 25? Das ist besser als Kratos. Kratos, du musst leider gehen. Und der hier ist auch besser als Naruto. Sorry, Naruto. Sorry. Sorry, sorry. Und du kommst für ihn da rein. Okay. Sonst haben wir, glaube ich, nichts Besseres. Oder? Haben wir noch irgendeinen, der... Doch, hier, er hier zum Beispiel. Der hält zumindest ein bisschen mehr aus. Der hält sogar noch mehr aus. Okay, die. Sorry. Und haben wir da noch irgendwas Besseres irgendwie? Was bringt denn dieser Fettkloß? Chance to inflate an enemy. Was heißt denn inflate? Das weiß ich halt leider nicht. Aber einfrieren ist eigentlich auch ganz geil. Wir lassen das erstmal so. Ich habe übrigens mal geguckt, ob es das für Handy gibt. Und für Apple gibt es das auf jeden Fall nicht. Fand ich ein bisschen traurig. Weil das wäre doch ein perfektes Spiel eigentlich fürs Handy, oder nicht? Oder halt für einen Tablet. Ich würde den hier nochmal auf 3% gerne bringen. Ich glaube, das bringt einiges gegen den Robo-Kunzilla. Jetzt sterben die wieder alle. Oh Gott. Oh Gott, nein. Au. Oh Mann, die sterben immer alle gleichzeitig. Der greift aber auch alle gleichzeitig an. Das ist Kacke. Scheiße. Ja, wie soll ich denn 2 gegen... Wie viele sind das? 6, 8? Das kann da nichts werden. Oh Gott, nein. Ah. Ist das Kacke. Okay, der hat überlebt. Stirbt aber leider zu schnell. Die Dagoberts haben einfach zu viel Geld. Daran liegt das. So, hier 3 Sekunden. Noch ein bisschen mehr Verteidigung und das. Aber was soll ich denn tun gegen diesen Robo-Kunzilla? Ich kann dagegen nicht wirklich was tun. Oder soll ich nochmal kurz alles auf Fische gehen? Damit wir uns ein bisschen schneller aufrüsten können. Ich bin mir unschlüssig. Ich bin mir echt unschlüssig. Aua. Aber auch unsere Katzen scheinen wenigstens recht glücklich zu sein. Merkt man aber, dass wir nicht mehr so viel Heilung haben wie früher. Aber die Heilung bringt doch gar nicht so viel. Ich glaube, das bringt sogar mehr, wenn die Leute sich selber heilen. Warte, wir gucken nochmal, ob wir noch irgendwelche Leute haben mit einer hohen Selbstheilungsrate. Da hätten wir einen mit 36 zumindest. Dann nehme ich
den mal rein statt. Statt der Heilung für jeden. Na, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Weil das kommt auch recht häufig, dass sie sich selber heilen. Das ist eigentlich recht gut, wenn sie sich selber heilen. Vor allem diese Selbstheilung ist halt noch ein bisschen höher als die Heilung für jeden. Weil die Heilung für jeden ist gar nicht mal so hoch. Wenn wir einfach jeden so machen, dass er sich selber heilt, dann können die ja eigentlich nicht mehr sterben. Okay, noch einen Kratos. Hat der vielleicht Selbstheilung? Wäre ja ganz schön. Nee. Aber sehr viel Verteidigung. Sobald wir gleich noch einen Typen bekommen, der irgendwie sich sehr hoch selbst heilen kann. Ah, ich nehme den hier schon mal rein. Statt Sasuke. Ne, statt ihn hier. So. Dann nehmen wir den auf jeden Fall auch gleich mit rein. Selbstheilung da oben bringt ja recht wenig, gell? Ich glaube, die haben auch gar keine Selbstheilung. Ne, die haben gar keine Selbstheilungseffekte. Da haben die Entwickler mitgedacht. Wow. Amazing. So, jetzt bin ich mal gespannt. Meine Leute sollten sich ja recht gut selbst heilen können dagegen. Oder? Ja, okay, der ist nicht aus Fleisch, aber... Nee, die können sich auch nicht selbst heilen dagegen. Das ist ja richtig dumm. Oh Mann. Die sterben schon wieder alle. Alle, so instant. Das ist voll kacke. Dagobert vernichtet wieder alle. Ah. Ah. Fuck, Mann, was soll ich denn dagegen tun? Mehr Verteidigung? Okay, mehr Verteidigung. Die müssen den schneller töten oder länger leben. Aber wie? Wie, Leute, wie soll ich das schaffen? Wenn die sich nicht mal selbst heilen können dagegen. Immer schön in die Fresse schlagen. Also dieser Robo-Kunzilla ist schon echt hart. Wir bräuchten, glaube ich, einen Shinigami. Das wäre ganz cool. Aber der Robo-Kunzilla bringt wenigstens recht viele Fische. Der ist hier auch ganz nett. Robo-Kunzilla. Ja, mach deine Scheiße. Ja, meine ganzen Leute sterben wieder. Geil, so habe ich das gern. Jetzt tötet den schneller, verdammt. Bevor er seine Raketen nochmal machen kann. Eigentlich müsste ich ihn nur töten, bevor er das zweite Mal seine Raketen machen kann. Dann wäre alles gut. Oh, es leben recht viele. Oh, das kann das werden. Moment. Mehr Verteidigung für euch. Habt ihr gut gemacht. So, jetzt heilt euch alle selbst hoch. Sehr schön. Oh, wir könnten das endlich mal schaffen. Oh, oh, das sieht sehr gut aus. Das sieht sogar fantastisch aus. Ah, geil, fantastisch. Und wir haben Dagobert bekommen. Als Trophäe. Oh, geil. Oh, und, wie heißt die Weiterentwicklung von Gliomanda? Fuck, ich hab vergessen. Wie heißt denn die Weiterentwicklung von Gliomanda, verdammt? Gliomanda... Turok ist der Letzte. Hä? Gliomanda? Wie heißt die Weiterentwicklung von Gliomanda? Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ich weiß es gerade wirklich nicht. So, hier das und dann noch das. Die Weiterentwicklung von Gliomanda? Das muss ich doch eigentlich wissen. Verdammt! Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie einen Namen wisst und auch auf der Zunge habt und das trotzdem nicht wisst und dann die ganze Zeit daran denkt und dann irgendwie nach, weiß nicht, 3 Stunden oder so, wenn ihr eigentlich über was ganz anderes redet, dann kommt euch das in den Sinn
Dann schreit ihr es quasi raus. Ach so, hieß der, genau. Glumanda. Glutexo hieß der. Glaube ich. Glutexo? Ja. Ich glaube, das passt. Glutexo ist, glaube ich, ein guter Name dafür. Ah, guck mal, da ist der andere von Death Note. Light Yagami. So. Haben wir eigentlich noch irgendeinen neuen bekommen? Glutexo ist recht stark. Der heilt nur alle. Brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Alles. 40% Einfrierung. Wow, den nehmen wir. Sasuke, du musst leider weg. Ich brauche meine Einfrierung. So, was haben wir hier sonst noch so? 30% Einfrierung. Den können wir auch mal nehmen. Ja. Sieht doch dann schon mal ganz schön aus. Vegeta, hi. Und den Link. Na, endlich den Link. Ich will den Link haben. Vegeta und Link, beide richtig geil. Gib sie mir beide. Ich will beide haben. 2008? Schaden? Wer macht denn hier 2008 Schaden? Okay, Vegeta habe ich zumindest bekommen. Kriege ich den Link auch? Das wäre ganz schön. Nö, aber meine ganzen Leute leben. Die werden recht schnell wiederbelebt. Und Vegeta kann leider nur heilen. Schade. Angriff. Alter, das macht gut 100 Angriff mehr. Ah, Totoro. Und Van Helsing. Oh, ich will Van Helsing haben. Van Helsing ist cool. Van Helsing ist richtig cool. Okay, unsere Leute werden sehr schnell wiederbelebt. Finde ich alles recht nett. Und wir haben Van Helsing bekommen. Das Takaishi. Nee. Kakashi. Kakashi heißt der. Ich will Kakashi. Gib mir Kakashi. Und das hier. 2,8 Sekunden. Sehr geil. Komm schon, ihr müsst Kakashi töten. Dann habe ich Chidori 1000 Vögel. Und meinen dritten Naruto-Charakter endlich. Ah, oh, fuck. Sie haben Kakashi nicht besiegen können. Euer Ernst? Warum nicht? Ihr müsst doch Kakashi besiegen können. Wow, 3 Hits weg. Sollen wir mal gucken, ob der jetzt überhaupt nochmal angreifen kann? Nee, doch, nee. Nee, er hat nicht einmal angegriffen. Geil. So. Okay, die konnte auch nur einmal angreifen statt zweimal. Also wir werden stärker. Wir werden auf jeden Fall stärker. Wir werden auf jeden Fall stärker. So, der Shinigami, da fehlt uns noch. Aber kriegen wir leider nie. Hm. Schade. So. Vor den Robo-Kunzilla müssen wir trotzdem noch aufpassen. Der ist nämlich doch recht stark, leider. Kein Platoon, der diesmal abhaut. Okay. Sind ganz schön motiviert heute. Boom, 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 alle sterben sie. Okay, Laser. Aber er kann seine zweite Attacke nicht machen. Okay, gut. So leben genügend. Das ist okay. Der ist vollkommen okay. Alles bestens. Komm, diesmal holen wir uns Kakashi. Diesmal holen wir ihn uns. Wir könnten natürlich auch Ganondorf nochmal hier holen. Hätte auch was. 131.000 kostet er. Oh Gott. Teuer. Okay, wir haben Ganondorf bekommen. So, warte, wir haben 131.000. Setzen wir einmal ein. Und wir haben ihn hier. 13%. Nee, komm. Was macht denn eigentlich unser... Ach, der verstärkt uns. Haben wir noch einen besseren Verstärker irgendwo? Nö, ne? Bringt diese Verstärkung denn sehr viel? Sonst würde ich... Wir nehmen Ganondorf mal mit. Komm. Was soll der Geiz? Und warum gibt es noch andere Batmans? Mit irgendwelchen komischen Bomben? Oh Gott, ich bin verwirrt. Der Bomben-Batman, oh Gott. Komm schon. Ihr müsst Light töten. Tötet alle Light, Yagami.
Er ist Kira. Er ist Kira. Ich sag's euch. Hallo, Link. Dürfte ich dich bitte in meinem Team haben, Link? Das wäre eine vorzügliche Wahl, wenn du in mein Team kommen würdest. Ich würde das ziemlich geil finden. So. Moment. 2,4 Sekunden. Oh, das wird immer schneller gehen. Immer schneller. Und da lebt er wieder. Nice. Vielleicht kommen wir diesmal sogar zum nächsten Boss. Kann ich mir gut vorstellen. Sieht nämlich bisher recht gut aus. Aber erstmal Kakashi holen. Erstmal Kakashi holen. Oh Gott, das kann knapp werden. Jupp, das wird richtig knapp. Oh oh. Okay, erster Kakashi weg. Einer lebt noch. Zwei leben. Oh Gott. Belebt dich schnell wieder. Oh nein, der stirbt noch. Okay, der ist gerade noch. Der ist gerade noch wiederbelebt worden. Oh Gott. Okay, das. Oh, hallo, Kunsort. Na, du machst ja fast gar keinen Schaden. Ach, wie lächerlich. Oh, guck mal, da, er lebt. Wow. Der braucht zwei Hits und dann ist mein Typ tot. Hä, der hat nicht getroffen, oder was? Als ob der nicht getroffen hat. Ich glaube, hier ist wieder genau dasselbe wie eben, dass meine Leute einfach viel zu schnell wiederbelebt werden und der die nicht in der Zeit töten kann. Okay, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Gut, dann glaube ich, brauchen wir ein bisschen mehr Verteidigung. So, haben wir vielleicht noch irgendwas Gutes bekommen? 2 Mark greift er an. Okay, wir nehmen mal Sailor Moon mit rein. Warum nicht? Haben wir eigentlich oben noch irgendwas Besseres? Da gucke ich immer viel zu selten rein. Ja, wir haben hier Van Helsing. Also Van Helsing, wenn wir Van Helsing nicht reinnehmen, wer tut es dann? Gut. Letzter One. Mal gucken. Also ich will zumindest wieder zu den Bossen kommen. Ich meine, wir haben jetzt Sailor Moon. Und Majin Vegeta. Au, au. Und keiner, der meine Leute heilt. Erst wenn sie sterben. Aber 4 Leute heilen sich immerhin selber. Wir brauchen noch mehr, die sich selber heilen. Selber Heilung ist voll geil. Worauf kommt es dann eigentlich an, ob die kritten oder nicht? So, solange der nicht kein zweites Mal seine Raketen macht, ist alles okay. Ich glaube, Sailor Moon stirbt jetzt, ja. Aber kein Problem, die wird schnell wiederbelebt. Aber so richtig schnell. So, bisschen mehr Leben. Damit Majin Vegeta jetzt nicht so schnell stirbt. Ah, er hat es leider nicht überlebt, aber das ist kein Problem. Denn wir haben ja gute Sanitäter. Pow, pow. Van Helsing macht einen guten Job da oben auf der Burg. Greift sogar immer 2, 3, 4, 5, 7, 1000 8 mal an. Da schon wieder, das macht er die ganze Zeit. Also Van Helsing ist gut drauf auf jeden Fall. So, ein bisschen mehr Angriff. 1000 Angriff ist schon nicht schlecht. Vor allem, wenn man dann auch noch Crit hit. Oh Gott. Kann man das dann irgendwie beeinflussen auf die Kritten? Nee, ne? So, jetzt brauchen wir nur noch den Link. Dann ist alles gut. Perfekt. Hallo Link, was kannst du Schönes? Link kann Schönes. Link kann leider nichts Schönes.
Schade, schade. Tjo, Sanji. Du musst jetzt leider sterben, das tut mir leid. Aber Sanjis dürfen wir nicht lieben. Und Sanjis wollen wir auch... Nein, nein, Sanji, ich will dich nicht in meinem Team haben. Ich will Kakashi in meinem Team haben. Denn Kakashi ist cool. Oh. Oh nö, wir verlieren. Ihr dürft nicht verlieren. Ihr müsst Kakashi besiegen. Danke. Gut. Mehr Verteidigung. Und schnellere... Was weiß ich, was das ist. Okay, Leben... Kacke. Voll viele wenigstens diesmal gegen ihn. Aber die sterben auch ganz schnell. Das ist doch schön. Au. Okay, das kann noch eine Weile dauern, bis wir den mal besiegen. Au. Au. Au, hallo. Hör mal auf damit. Ih, das tut doch weh. Moment, 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 Moment. Das, das. Da lebt wieder jemand. Solange immer zwei Leute leben, ist alles gut. Aber jetzt sind beide tot. Ne, nur einer. Okay. Au. Oh Gott, unser letzter Typ. Nein. Ah. Gott. Ihr müsst die Leute schneller wiederbeleben. Ihr Typen da oben. Ihr müsst sie alle vernichten. Oh, guck mal. Gleich leben sogar drei Leute. Wow, läuft bei uns. Okay, warte. Ein bisschen mehr Angriff. Okay, sieht recht gut aus. Könnten wir es schaffen, auch wenn nur knapp. Könnt... Ah, oh. Wir leben schnell wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das wird knapp. Nee, das wird doch nicht knapp. Schaffen wir. Ja. Besiegt. Arschloch. Du Blödmann. Ich weiß, dass ich der Beste bin. Yeah. Gut. War ein sehr, sehr geiles Spiel. Sehr, sehr geil. Ich habe leider keinen Kakashi bekommen. Das finde ich traurig. Und es gab bestimmt auch noch Sakura. Habe ich aber auch nicht bekommen. Menno. Aber es gibt nämlich... Warte, ich kann euch das zeigen. Kann ich euch das zeigen? Nee, kann ich euch nicht zeigen. Schade, schade. Schokolade. Aber es gibt einen Strike Force Kitty 2. Also, falls euch das gefallen hat und ihr vielleicht Strike Force Kitty 2 auch noch sehen wollt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, wenn ihr überhaupt bis hierhin geguckt habt, dann herzlichen Glückwunsch an euch, dass ihr euch, keine Ahnung, 2,5 Stunden von diesem Spiel gegeben habt. Oder auch nur dieses Finale, kann ja auch sein. Aber wir sind die Besten. Wir sind die besten Kitty Kingdom Retter, die es gibt gegen Waschbären, die sich verkleiden, um stark zu sein. Yay. Naja, dann bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auf das nächste Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Euer Dizzy. Tschüss.